Mit dem schönen Anblick auf die Warp-Gondeln der USS Enterprise NCC 1701E wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und begrüße euch auch mit einer neuen Folge Let's Play Star Trek Elite Force 2. Ich hoffe, die Begrüßung war einigermaßen okay. Und ja, jetzt werde ich mal sprechen gehen mit einer beiden Hazard-Quartiere. Aber ich denke mal, ich werde mit Telsia sprechen. Mit Clea. Ich kann nur mit Clea reden. Danke, dass Sie meinen Transfer arrangiert haben. Wenn wir die taktischen Fähigkeiten des Hazard-Teams gehabt hätten, als die Fremden uns angriffen, wäre die Sache wohl anders ausgegangen. Denke ich auch, ne? Da hätten wir vielleicht etwas mehr machen können. Aber USS... komme ich nicht auf den Namen mehr. Ist ein gutes Schiff und hat es ja auch überlebt, daher ist ja alles okay. Treten Sie ein. Clea wartet drin. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie Unterstützung benötigen, Lieutenant. Unterstützung? Ich bin von Hazard-Team, du Kunde. Du bist der Lieutenant Commander. Oh! Okay. Ist der Lieutenant Commander. Ich muss mich um Sicherheitsangelegenheiten kümmern. Lieutenant Commander Tuvok hat eine hohe Meinung von Ihnen, Lieutenant. Hallo, ja. Clea. Sind Sie beschäftigt? Ich drücke auf die Türbutton und der spricht. Na egal. Inigor sagte, Ihre Forschung wäre der Schlüssel zum Aktivieren der Maschinerie gewesen. Ich erkunde die Beziehung zwischen Personen und der Maschinerie, die sie entwickeln. Und die Art und Weise, in der die Maschinerie wiederum die Personen beeinflusst. Warum mussten Sie dann Exomorphe herstellen? Konnten Sie Ihre Theorie nicht ohne sie belegen? Natürlich. Hätte Krindo diese schrecklichen Kreaturen nicht aktiviert, könnte unsere Forschung jetzt abgeschlossen sein. Sie wollten keine Exomorphe herstellen? Es war atemberaubend, wie sie lebendig wurden. Und riskant. Als sie sich gegen uns wandten, dachte ich, dies sei der sichere Tod. Was geschah? Sie jagten uns aus dem Labor. Wir waren sicher, hatten aber keine Möglichkeit, mit Grindo oder den Wissenschaftlern an der Oberfläche zu kommunizieren. Ich hatte Angst. Und dann kamen sie. Was geschieht, Clea, wenn Ihre Forschungen belegen, dass die Ruine nicht von den Idrell stammt? Dann werde ich meine Ergebnisse stolz veröffentlichen. Eine sehr leidenschaftslose Wissenschaftlerin? Im Gegenteil, ich bin sehr leidenschaftlich. Ich komme aus einer Welt von atemberaubender Schönheit. Üppiger grüner Dschungel, Korallenstrände, schneebedeckte Berge. Das hört sich gut an. Als ich Ydril zum ersten Mal aus dem Raum sah, musste ich weinen. Ich wünschte, sie könnten meine Welt sehen. Das kann ich vielleicht. Kommen Sie mit mir in die Sternenkartografie. Die geht nicht mal mit. Der müsste eigentlich nach Sternflottenvorschrift mitgehen als Sicherheitsoffizier. Aber naja, was soll's. Man Ruhe hat der Eis im Griff mit der heißen Braut. Dieses Schiff ist erstaunlich. Die Möglichkeiten sind überwältigend. Mit dieser Technologie hätte ich meine Arbeit schon vor langer Zeit abgeschlossen. Darf ich? Nur zu. Das ist meine Heimatwelt. Die Atrexianer nennen sie Vaes Badge 7. Ich komme von einer kleinen Insel im Süden. Seit meiner Jugend bin ich nicht mehr dort gewesen. Ich habe mich Inigors Forschungsteam angeschlossen, als ich noch in der Schule war. Warum sind Sie so früh gegangen? Es gibt keine Wahrheit in den Schulen der Idrill. Sie werden von den Atrexianern kontrolliert. Ich musste fort, um das wahre Wissen zu erlangen. Ich ging auch früh und konnte es gar nicht abwarten, meinen Planeten zu verlassen. Es zog mich zu den Sternen. Vermissen Sie Ihre Heimat? Nicht bis ich dachte, ich wäre für den Rest meines Lebens im Delta-Quadranten gefangen. Da wollte ich zurück. Zeigen Sie mir Ihre Welt. Dies ist die Erde, Sol 3. Ich stamme aus einer Gegend namens Vermont. Wie ist es dort? Ein zerklüftetes Gebiet. Sehr unabhängige und inspirierte Leute. Wie Sie, Alexander.
Nennen Sie mich Alex. Ich würde dieses Vermont gerne sehen, Alex. Lieutenant Monroe zur Brücke. Bin unterwegs. Clear, die Sicherheitsleute werden Sie zurück in Ihr Quartier begleiten. Vielleicht können Sie mir später mehr über die Erde erzählen. Man merkt, da entsteht schon etwas zwischen den beiden. Das Gespräch mit Ihnen war schön. Aber okay, später mehr dazu. Ihr werdet da später noch mehr sehen. Man kann sich nämlich zwischen Clea und Telsia entscheiden. Und zwischen einem der beiden... Deck 1, Brücke. Wird sich dann am Ende des Spiels zeigen, in wen er sich verliebt. Und sich als Partnerin nimmt. Denn in einem der beiden wird er sich wohl übel verlieben. Am Ende des Spiels. Wir werden die Gefangenen auf ihr Schiff transportieren. Das wird nicht nötig sein. Lassen Sie sie einfach gehen. Wie meinen Sie? Die Morde waren nicht Ihr Fehler. Diese drei Wissenschaftler sind über fortgeschrittene Technologie einer ausgestorbenen und vergessenen Rasse gestolpert. Verzeihen Sie meine Skepsis, aber woher wissen Sie, dass die Ruinen nicht von den Idril gebaut wurden? Legenden des Ruhms der Idril sind reine Märchen. Wir haben extensive Beweise unseres ersten Kontakts mit den Idril. Sie waren ein einfaches Volk. Dann wird es Sie auch nicht weiter stören, wenn wir Ihre Behauptungen in der Einrichtung überprüfen. Wir werden die Einrichtung zerstören, bevor noch jemand verletzt wird. Commander, das ist ein unschätzbarer archäologischer Ort, zudem ein erheblicher technologischer Durchbruch. Ich empfehle... Es ist unser Planet und unsere Angelegenheit. Wir schätzen Ihre Hilfe, aber Sie können nicht unsere Politik diktieren. Die Einrichtung ist gefährlich und muss zerstört werden. Lassen Sie die Idril-Gefangenen jetzt bitte frei. Sie können sie nicht ohne unsere Genehmigung festhalten. Wir können sie aufgrund des Angriffs auf die Delis festhalten. Das wäre ein Fehler. Sie dafür zu verurteilen, dass sie ignorante Idril sind, wäre ein Propagandasieg für die Separatisten. Haben Sie Inigos Artefakte von Vajok-Täter 3 beschlagnahmt? Inigo und seine Gefolgsleute haben gefälschte Artefakte produziert, die wie Idril-Werke aussehen sollten. Wenn sie Fälscher sind, warum sind sie dann noch auf freiem Fuße? Ihre Bestrafung war das Exil von Vajok-Täter 3 und die Zerstörung der gefälschten Objekte. Wenn sie diese Einrichtung zerstören, werden sie sie dann auch als Fälschung bezeichnen? Captain, wir empfangen Antimaterie-Explosionen auf Vajok Epsilon 5. Sie können die Idril jetzt freilassen. Unseren Toten wurde Gerechtigkeit zuteil. Geschichte zu zerstören bedeutet keine Gerechtigkeit. Auf Wiedersehen, Captain Picard. Commander Tuvok, die Idril können jetzt gehen. Bringen Sie sie zu Shuttle Rampe 2. Ja, Sir. Mann, ey, die Atrixianer sind ganz schön beschissenes Volk. Zumindest die Tusse. Die andere nicht so, aber die ist schlimm. Doktoren, der Atrixianische Rat hat sie freigelassen. Was haben Sie vor? Sei nicht überrascht. Sie können das Schicksal nicht aufhalten. Ich bin überrascht und besorgt. Du sorgst dich immer um nichts. Die standhafte Sicherheit unserer Vorfahren sollte dir ein Beispiel sein. Sie waren wohl kaum standhaft. Meiner Forschung nach schon. Warum brauchte man dann meine Forschung, um die Einrichtung zu aktivieren? Genug. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Barbaren dankt man nicht. Sie haben unsere einzigen Beweise zerstört. Mein Sohn, dieser Sektor ist voller Beweise. Ja, die Arbeit wartet. Los, Clea. Lieutenant Commander Tuvok, ich bitte um Erlaubnis, auf der Enterprise bleiben zu dürfen. Aber warum, Kind? Ich möchte der Föderation helfen, die Körper der Exomorphe zu studieren. Es ist meine Art, die vielen Toten zu sühnen. Ich verbiete es. Du kontrollierst mich nicht. Captain Picard, Dr. Clea hat um Erlaubnis gebeten, an Bord der Enterprise zu bleiben und bei der Erforschung der Körper der Exomorphe zu assistieren. Ihre Fähigkeiten könnten nützlich sein. Sie ist autorisiert, an Bord zu bleiben. Erlauben Sie ihr nicht zu bleiben, Picard. Dr. Clea, Sie werden dem Forschungsteam helfen. Willkommen auf der Enterprise. Ich danke Ihnen, Captain. Picard, Ende. Sie werden das bereuen. Crindo, Sie dürfen gehen. Ich schlage vor, dass Sie das sehr schnell tun. Fast wie eine Drohung von meinen Ruhen, ne? Wie als
Hau ab oder schmeiß dich eigenhändig durch die Schalltore. Ja, aber die wird man nicht zuletzt mal gesehen haben. Denn Quindo und der andere werden noch einmal vorkommen im Spiel später. Wir haben die Reparaturen des Warp-Antriebs der USS Dallas abgeschlossen. Sie kann für Reparaturen zur Sternenbasis 12 zurückkehren. Weg ist er. Captain, wir haben einen Notruf von einer nahegelegenen atrixianischen Kolonie erhalten. Die Kolonie befindet sich im Tarawar-System. Wir werden die Atrixianer beschützen. Vor was? Genau das möchte ich herausfinden. So. Wir haben eine neue Waffe entwickelt und haben noch Zeit für eine Demonstration, bevor wir eintreffen. Kommen Sie schnellstmöglich zur Waffenkammer. Ja, ich komme in der nächsten Folge. Jetzt nicht mehr. Denn ich beende jetzt die Folge an dieser Stelle. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß gehabt und ich hoffe, ich komme in der nächsten Folge dazu, über das Thema zu sprechen, was ich eigentlich ansprechen wollte. Bis dahin, eine schöne Zeit und wenn es Fragen gibt oder sonstiges, lasst einfach ein paar Kommentare da. Ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Bis zur nächsten Folge. Euer LP-Gamer Steffen. Ich wollte natürlich mal Darth Steffen sagen, weil das nicht so passt zu Star Trek. Und, wie man das wirklich so schön sagt, lifelong and prosper. Ciao mit V und wie immer, selbe Stelle, selbe Welle. Bis zur nächsten Folge.